Ein Trauerzug als Demonstration. Eine Demonstration von Stärke, Macht und Einigkeit. Hunderte Hells Angels kamen nach Gießen aus allen Himmelsrichtungen. Aus Berlin, aus Luxemburg, der Türkei und der Ukraine. Sogar die verfeindeten Brüder aus Frankfurt und Ebost, genannt Schnitzelwalter, waren gekommen, um Aygün Mutschuk die letzte Ehre zu erweisen. Die Rocker aus Frankfurt und Gießen liegen im Streit. Old School gegen junge Wilde. Und das machte den Ordnungshütern zu Beginn des Tages große Sorgen. Ja, Sie wissen, dass also die Rocker oder die Rockergruppen ohnehin im Fokus der Polizei sind. Und wir haben uns anlässlich der zurückliegenden Ereignisse natürlich so aufgestellt, wie wir das für richtig halten. Der Bereich um den Friedhof war weiträumig gesichert, die Straßenführung geändert. Zeitweise brach hier der Verkehr zusammen. Ausnahmesituation für Gießen. Wir haben in ganz enger Abstimmung mit der Polizei im Prinzip die Vorbereitung getroffen, haben natürlich aber auch engen Kontakt zu den Angehörigen, um eine würdevolle und pietätvolle Bestattung hier zu ermöglichen. Und das war es auch. Die Höllenengel blieben friedlich. Das ist Ehrenkodex der Hells Angels. Jeder Streit unter Brüdern ist vergessen, zumindest für den Tag einer Beerdigung. Also trauerten sie um Aygün Mutschuk gemeinsam. Vor 5 Tagen war der Hells Angel erschossen worden. Der Präsident des Charters Gießen wurde von 16 Kugeln getroffen, meist in die Brust. Die Fahnder suchen auf Hochtouren nach dem Mörder. Der oder die Täter könnten aus einem verfeindeten Lager sein oder sogar aus den eigenen Reihen stammen. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Keine Stunde dauerte die Beisetzung. Die Polizei ist erleichtert über den Verlauf heute Nachmittag. Aus polizeilicher Sicht ist dieser Einsatz so verlaufen, wie wir uns das erhofft haben. Es ist alles friedlich geblieben, es hat keine Störungen gegeben. Unsere Vorkontrollen haben also im Ergebnis auch nicht zu Festnahmen geführt oder zur Sicherstellung von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen. Den Beamten blieb jetzt nur noch die Aufgabe, die Hells Angels aus Gießen herauszubegleiten, um ein weiteres Verkehrschaos zu vermeiden. Verdeckte Ermittler und Polizisten in Zivil haben natürlich die Trauergemeinde sehr genau beobachtet. Wer spricht mit wem, wer wird umarmt, wer gemieden. Auf diese Weise kann sogar eine Beerdigung Erkenntnisse über die Lage bei den Hells Angels liefern. Denn nach wie vor droht eine Eskalation unter Rockern. Vergeltung für Aygün Mutschuk.